Hallöchen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich ja mein Bullet schon bearbeitet für November. Ja, ich bin etwas spät dran, aber es wird nachgeholt. Und ich habe jetzt den November gemacht. Moment. Tada! Bitte beachtet nicht meinen Schreibtisch, der ist nämlich ein bisschen voll gemüllt. So, jetzt haben wir November, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und eigentlich wollte ich die Schneeflöckchen bunt machen, aber ich habe leider meine Stempelkissen schon in der neuen Wohnung. Ja! Ich habe nebenbei auch noch Umzug und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch trotzdem mal mein Bullet. Und auch in der Zeit, wo ich meinen Umzug habe, habe ich das auch jetzt gemacht. Und werde es schnell bearbeiten und schnell hochladen, dass ihr das dann schon habt. So, das war die erste Seite. Die zweite Seite, also hier habe ich freigelassen, weil das schon ein bisschen durchgeblutet hat. Also bitte nicht wundern. Dann kommt die Seite. Die ist normal so geknickt, aber da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil hier ist ein bisschen gerissen. Also ganz einfach hier einmal umknicken. So. Dann macht man hier auf und da ist eine Seite und hier ist eine Seite. Und wie ihr gesehen habt, ich habe die Kreise mit so einem komischen Ding. Da waren mal Embossings Pulverdöschen hier drin und das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Habe ich gedacht, das hebe ich mal auf für wie als Schablone. Und ihr könnt es ja sehen, es hat wunderbar funktioniert. Genau. Dann habe ich die Seite auch freigelassen. Da hat es auch durchgeblutet. Da habe ich mir einfach jetzt so ein Stück Papier von einem Actionblock ausgeschnitten. Und habe hier oben und hier unten einen Stempelabdruck gemacht. Genau, und hier ist noch eine neue Seite. Genau. Ich mache jetzt, wenn Freitag ist, schreibe ich einfach Wochenende. Weil Samstag, Sonntag passiert bei mir nichts. Oder vielleicht bei euch auch nichts. Deswegen habe ich das so freigelassen. Und die nächste Seite schaut dann einfach so aus. Sternenglanz habe ich das benannt und habe mir einfach hier Sticker von diesen Actionblöcken genommen und einmal mit so einem ganz hellen Blau den Namen einfach so und dann mit dem Schwarz einfach drauf. Finde ich mal ganz was anderes. Für mich ist natürlich Neuland und hier oben habe ich das da einfach so ganz schlicht und einfach gemacht. Und hier natürlich wieder freigelassen, weil ich meine, wenn hier durchblutet und wenn man hier noch was beschreibt, dann blutet es hier durch und dann sieht man hier das Ganze. Genau. Und Dezember ist jetzt frei. Ja. Und schaut mal, das Buch hat noch so viele Seiten. Man könnte vielleicht noch ein Jahr dazu machen, aber das mache ich lieber nicht. Und wie gesagt, ich mache jetzt gleich mal Dezember, soweit ich komme, weil wie gesagt, der Umzug ist auch noch dazwischen. Und jetzt tue ich das schnell bearbeiten, hochladen und dass ihr das dann die nächsten Tage dann habt zum Anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne tun. Würde mich natürlich riesig freuen und wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, würde ich mich noch umso mehr freuen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüssi.